Haben Sie sich schon einmal gefragt, warum Sie so denken, wie Sie denken? Viele Menschen machen sich darüber keine Gedanken, obwohl gerade das Denken sie über die Tierwelt hinaushebt. Meistens denken wir, dass unser Denken ganz normal ist, dass wir also richtig denken. Interessanterweise denken Menschen in anderen Ländern jedoch ganz anders und sie finden, dass ihre Gedanken richtig sind. In China trug man zum Beispiel früher bei traurigen Anlässen weiß und bei freudigen schwarz. Wir machen das anders herum. Bei Hochzeiten trägt die Frau meistens ein weißes Brautkleid und bei Beerdigungen sind wir schwarz gekleidet. In China hatten die Frauen die Hosen an, während die Männer Röcke trugen und das ist bei weitem nicht alles, was in China anders war als bei uns. Auch wir selbst sind von Mensch zu Mensch verschieden und haben bestimmte Gewohnheiten, Meinungen, Eigenheiten. Oft haben wir sie von unseren Eltern und anderen uns nahestehenden Personen übernommen. Oder wir haben uns gegenüber unseren Eltern aufgelehnt und das, aus Protest eigene Lebensgewohnheiten und Einstellungen entwickelt. Aber es geht beim Denken nicht nur um bestimmte Vorstellungen, Verhaltensmuster oder Ansichten. Es geht auch um die Art, wie wir denken. Warum denken wir also so, wie wir denken? Russische Wissenschaftler wollten der Sache einmal auf den Grund gehen. Sie suchten einen Landstrich in Sibirien auf und teilten die Menschen in drei Gruppen ein. Die einen hatten keine Schulbildung, konnten also nicht schreiben und lesen. Die anderen hatten nur wenige Jahre Unterricht gehabt und konnten ein wenig schreiben und lesen. Und die dritte Gruppe hatte eine normale Schulbildung genossen. Allen Menschen in den drei Gruppen stellten die Forscher die gleiche Frage, was bist du für ein Mensch? Die Antworten waren interessant. Die erste Gruppe, die keine Schule besucht hatte, antwortete gewöhnlich auf diese Frage, was bin ich für ein Mensch? Nun, ich habe eine Frau, drei Kinder, zwei Kühe, drei Schafe und einige Hühner. Das bin ich. Hier haben wir die einfachste Form des Denkens. Ich bin, was ich habe. Ich habe eine Frau, drei Kinder, einige Rinder, Hühner und Schafe. Das bin ich. Interessant, nicht wahr? Und obwohl wir in einer Bildungsgesellschaft aufgewachsen sind, und eine gute Schulbildung genossen haben, fällt so mancher in diese Art zu denken zurück. Auf der Straße spürt man das manchmal ganz deutlich. Ich bin mein Audi, ich bin mein Mercedes, ich bin mein BMW, ich bin, was ich habe. Sicherlich kennen Sie noch diese Fernsehwerbung. Da blättert jemand seine Fotos auf den Tisch und sagt, mein Haus, mein Auto, meine Yacht. Und dann kontert sein Gegenüber und übertrumpft ihn mit Bildern von einem noch größeren Haus, einem noch sportlicheren Wagen und einer noch schöneren Yacht. Ich bin, was ich habe. Das ist die einfachste Form des menschlichen Denkens. Und wir alle sind nicht immer frei davon. Wir fallen hin und wieder in diese, dieses primitive Denken zurück. Die zweite Gruppe der in Sibirien befragten, die ein wenig schreiben und lesen konnte, antwortete auf die Frage, was bist du für ein Mensch oft mit, ach, ich bin ein guter Mensch, denn ich trinke nur wenig Wodka und schlage meine Frau nicht. Wir sehen, diese Leute dachten schon ein wenig tiefer. Sie schauten nicht nur auf das, was sie hatten, sondern betrachteten ihr Verhalten. Und das beurteilten sie nach gut oder böse. Ich bin ein guter Mensch, wenn ich wenig Alkohol trinke und meine Frau nicht schlage. Auch dieses Denken ist noch sehr einfach. Außer gut und böse gibt es ja noch viele andere Eigenschaften, die ein Mensch besitzen kann. Die dritte Gruppe der Befragten, die eine normale Schulbildung genossen hatte, antwortete schließlich, wie wir es auch tun würden, ich bin nachdenklich, feinfühlig, manchmal nämlich zu pessimistisch. Oder ich bin abenteuerlustig, entscheidungsfreudig und ich liebe das Risiko. Oder ich bin eigentlich ganz lieb, aber ein fauler Hund. Die Wissenschaftler zogen aus diesen Antworten die Schlussfolgerung, dass die Schulbildung viel damit zu tun hat, wie wir denken. Tatsächlich prägen uns Lehrerinnen und Lehrer mehr, als uns manchmal bewusst ist. Schließlich verbringen wir viel Zeit mit ihnen, hören auf das, was sie uns sagen, versuchen von ihnen zu lernen. Untersuchungen haben gezeigt, dass Teenager nur wenige Minuten am Tag mit ihren Eltern reden, dabei mit ihrer Mutter einige Minuten mehr als mit ihrem Vater. Wie viel Einfluss haben die Eltern dann noch auf ihre Kinder? Wie sehr können sie ihr Denken, ihr Verhalten und ihre Meinungen prägen? Da ist der Einfluss in der Schule manchmal viel intensiver auf die Kinder. Unsere Schulbildung ist nun sehr stark vom griechischen Denken und der griechischen Philosophie geprägt worden, auch wenn die Zeit der, der großen griechischen Denker weit zurückliegt schon die römer wurden von ihnen beeinflusst. wenn ein wohlhabender römer einen sohn bekam, kaufte er sich gewöhnlich einen gebildeten griechischen sklaven, der seinen sohn erziehen und ihm alles beibringen sollte, was der junge für seine bildung brauchte. diese leute nannte man pädagogos. wir sagen heute pädagogen. wörtlich übersetzt bedeutet das jungenführer. also jemand, der das kind bis zu seiner volljährigkeit durchs leben führen sollte. paulus nennt im Galaterbrief zum Beispiel das Gesetz Pädagogos. Luther übersetzt das Wort leider mit Zuchtmeister, aber Zuchtmeister ist etwas ganz anderes als ein Pädagoge. Das Gesetz will uns nicht strafen, nicht durchprügeln, sondern zu Christus führen, so Paulus. Wenn im Alten Testament jemand etwas Böses getan hatte, wenn er die zehn Gebote missachtet hatte, dann trat das Opfergesetz in Kraft. Das Opfergesetz sagte dem Schuldigen normalerweise musst du selbst für deine Schuld büßen. Aber du kannst deine Sünde auch auf ein unschuldiges Tier legen, das dann an deiner Stelle stirbt. Diese Tieropfer waren ein Hinweis auf das Opfer Jesu Christi. Jesus kam auf unsere Erde, um uns von Schuld und Sünde und damit vom ewigen Tod zu erlösen. Weil er uns liebte, war er bereit, unsere Schuld auf sich zu nehmen und dafür zu sterben. Jeder, der seine Schuld ihm gegenüber bekennt, sie sozusagen auf Jesus legt, wie der Israelit seine Schuld auf das Lamm legte. Jeder, der seine Schuld also auf Jesus abgibt, hat das ewige Leben. Gott zieht ihn nicht für all das Böse, das er getan hat, zur Verantwortung. Er ist frei, er kann aufatmen. Diese Befreiung von aller Schuld durch Jesus Opfer wurde dann den Menschen damals durch ein Tieropfer nahegebracht. Nahe das Opfergesetz war also ein Pädagoge, der den Menschen zu Jesus Christus führen sollte. Nachdem Jesus für unsere Schuld gestorben ist, brauchen wir natürlich den Pädagogen nicht mehr, so wie der erwachsene Römer nicht mehr seinen alten Sklaven beachten musste oder auf seinen Lehrer hören musste. Übrigens hin und wieder treffe ich auf Christen, die meinen, dieser Pädagoge, von dem Paulus sprach, seien die zehn Gebote. Aber die zehn Gebote zeigen uns nicht den Weg zu Jesus und zu seinem Opfer. Sie sagen uns nur, was die Regeln sind, wie wir leben sollen welche Wünsche Gott an uns hat. Zum Beispiel, dass wir keine anderen Götter anbeten sollen als ihn allein. Dass wir keine heiligen Bilder verehren sollen. Dass wir am siebten Tag der Woche, am Sabbat, an ihn denken und nicht arbeiten sollen. Dass wir nicht töten, stehlen oder lügen sollen. Alle diese Wünsche, die Gott an uns richtet, führen uns aber nicht zu Jesus, wenn wir sie nicht beachtet haben. Wenn wir also schuldig geworden sind. Das Opfergesetz dagegen war der Pädagoge, der den Menschen damals den Weg zu Jesus gewiesen hat. Diesen Pädagogen brauchen wir heute nicht mehr, aber Gottes Wünsche an uns bleiben bestehen, bis zum Ende der Welt, wie Jesus es in der Bergpredigt selbst gesagt hat. Zurück zu den Römern. Durch die griechische Erziehung und Bildung wurde das Denken der Römer natürlich auch griechisch geprägt und damit später das der Kirche. Die Kirche wiederum hatte einen starken Einfluss auf die Bildung der Menschen in ihrem Einflussbereich, also auch auf unsere Vorfahren. Mönche waren ja oft die Erzieher der Fürsten. Als beispielsweise nach der Reformation Bayern und Österreich stark protestantisch geprägt waren, kamen als Lehrer getarnte Jesuiten an die Fürstenhöfe und erzogen die späteren Regenten der beiden Länder. Als die schließlich dann die Regierungsgeschäfte übernahmen, bekannten sie sich offen zum katholischen Glauben und sorgten dafür, dass Bayern und Österreich wieder katholisch wurden. In Klosterschulen wurde Lesen und Schreiben gelehrt. Unsere Vorfahren benutzten ja noch die Runen als Schrift. Sie wurden jedoch etwa im 8. Jahrhundert von den lateinischen Buchstaben verdrängt. In den nordischen Ländern dagegen hielten sich die Runen noch viel länger. Latein ist ja nun die Sprache der katholischen Kirche. Und so kam mit dem christlichen Glauben auch die lateinische Schrift zu uns. Man weiß heute übrigens, dass die lateinischen Buchstaben aus den griechischen Buchstaben abgeleitet wurden. Das griechische Alphabet dagegen wurde von dem phönizischen Alphabet abgeleitet. Und die phönizischen Buchstaben stammen von Schriftzeichen ab, die ein Volk im 15. Jahrhundert vor Christus am Berg Sinai geübt hat. Man hat dort nämlich Tontafeln gefunden, auf denen offensichtlich das Schreiben dieser Buchstaben geübt worden ist. Welches Volk befand sich denn im 15. Jahrhundert am Berg Sinai? Ganz klar, die Israeliten natürlich. Wir wissen heute, dass sie etwa 1445 oder 1447 vor Christus aus Ägypten ausgezogen sind, also im 15. Jahrhundert. Letztlich geht unser Alphabet also auf die hebräischen Buchstaben zurück: Aleph, Bet, Gimmel, Dalit, He. Bei den Griechen Alpha, Beta, Gamma, Delta und bei uns und bei den Römern heute also ABCDE. Wir haben also von den Israeliten nicht nur die Sieben-Tage-Woche übernommen, sondern über die Phönizier, Griechen und Römer auch das Alphabet. Kommen wir zu unserem Denken zurück. Viele Mönche in den Klosterschulen kannten sich interessanterweise mit der griechischen Philosophie besser aus als mit der Bibel. Sie lasen Plato und Aristoteles, kannten die Ideen von Heraklit und Solon. Wir verdanken diesen Mönchen, dass die Gedanken und Schriften der großen griechischen Denker nicht verschwunden sind, sondern immer wieder abgeschrieben und bis auf unsere Zeit überliefert worden sind. Kein Wunder, dass diese Leute in den Klosterschulen ihren Schülern nicht nur Lesen und Schreiben beibrachten, sondern ihnen auch die griechische Art zu denken vermittelten. Und so wurde unsere Schulbildung natürlich auch griechisch geprägt. Das Griechische finden wir in vielen unserer Worte und Begriffe, die wir verwenden. Ohne sie könnten wir manches gar nicht klar ausdrücken. Nachdem ich den Bibelfernkurs für Teenager Tour of Life geschrieben hatte, beschwerte sich jemand bei mir, dass ich schon beim Titel Englisch verwendet hatte. Dabei ist das Englische uns gar nicht so fremd, besteht es doch aus dem alten Deutsch. Gemischt mit Latein, Französisch und Norwegisch. Ich habe dem Mann geantwortet, er würde doch auch eine Menge Worte verwenden, die nicht deutsch seien. Aber das sah er nicht. Nebenbei bemerkt, wenn ich den Bibelfernkurs Rundfahrt des Lebens genannt hätte, statt Tour of Life, welcher Teenager würde sich dafür anmelden? Wir verwenden viele griechische Worte, die manchmal auch eingedeutscht worden sind, sodass wir meinen, sie seien deutsch. Hier am Hemd habe ich zum Beispiel ein Mikrofon. Das ist griechisch und bedeutet kleiner Ton. Dann haben viele von uns Dias. Und meistens steht im Keller noch ein Diaprojektor. Das ist griechisch. Dia bedeutet durch. Und ein Projektor ist wörtlich übersetzt ein Vorwerfer. Ein Diaprojektor ist also ein Durchvorwerfer. Welche Frau sagt denn schon zu ihrem Mann, lass uns die alten Durchs anschauen, geh doch mal in den Keller. Keller kommt übrigens aus dem Lateinischen und bedeutet Vorratsraum. Geh doch mal in den Vorratsraum und hole die Durchs vorher und den Durchvorwerfer. Da bleiben wir doch lieber beim griechischen Diaprojektor, nicht wahr? Philipp von Cesen, Schriftsteller im 17. Jahrhundert, hatte schon versucht, die Sprache von Fremdwörtern zu reinigen. Ihm verdanken wir zum Beispiel den Bürgersteig. Sonst würden wir alle noch auf den Trottoir gehen. Aber manche seiner Vorschläge wurden nicht vom Volk übernommen. So nannte er die Nase Gesichtsärger, die Mumie Dörrleiche, die Pistole Meuchelpuffer und das Kloster Jungfernzwinger. Schön, dass sich diese deutschen Wörter nicht durchgesetzt haben und wir weiter Fremdwörter benutzen dürfen. Ganz ohne Fremdwörter kommen wir also nicht aus. Schon unser Wort ist stammt aus dem griechischen estin, im lateinischen est. Und auch die Fußballer könnten ohne Griechisch einpacken das wort ball kommt nämlich sie raten es schon aus dem griechischen und bedeutet werfen. fußball heißt also wörtlich übersetzt fuß werfen und das deutsche wort fuß hat natürlich auch einen griechischen vorfahren. wie sehr griechische worte eingedeutscht worden sind sehen wir beispielsweise am wort teufel. teufel stammt vom griechischen diabolos ab das klingt doch ganz anders aber sie werden sehen dir bedeutet ja durch oder auch durcheinander und das griechische wort ballo bedeutet ich werfe diabolos bedeutet also durcheinanderwerfer diesen namen bekam der widersacher gottes im hebräischen satan genannt das heißt auf deutsch feind gegner diesen namen bekam der widersacher gottes weil er die von gott geschaffene vollkommene welt durcheinander warf und zerstörte all das leid Geht letzten Endes auf diesen Durcheinanderwerfer zurück. Manchmal werden Buchstaben in einem Wort vertauscht, so auch bei Diabolos. A und I wurden vertauscht, so dass Diabolos entstand. Dann Deibel und da sind wir schon beim Plattdeutschen Feu Deibel. Dann wurde daraus Deibel und schließlich Teufel im Englischen übrigens Devil. Das Wort Teufel stammt also aus dem Griechischen und das griechische Denken wollen wir jetzt besser verstehen lernen. Und um das zu können, werden wir es einmal vergleichen. Am besten machen wir das mit dem hebräischen Denken. Der erste Teil der Bibel ist ja in Hebräisch und teilweise in Aramäisch geschrieben worden. Eine dem Hebräischen verwandte Sprache. Man nennt es Altes Testament. Testament kommt aus dem Latein und meint Verfügung, Anordnung, ein festgelegter Wille. Und das Neue Testament ist in Griechisch geschrieben worden, aber bis auf einen waren alle neutestamentlichen Schreiber Hebräer. Nur Lukas war ein Grieche und deshalb sehen wir bei ihm deutliche Unterschiede zu den anderen Autoren der Bibel, darüber gleich mehr. Wenn Hebräer in Griechisch schreiben, dann sollte uns klar sein, dass sie den griechischen Worten manchmal keinen griechischen Inhalt geben, sondern einen hebräischen. Sie versuchen nämlich, ihre hebräischen Gedanken mit griechischen Worten wiederzugeben. Das beachten manche Bibelleser nicht. Wenn zum Beispiel im Neuen Testament das Wort Hades auftaucht, dann ist damit keine griechische Unterwelt gemeint, sondern der Ort, wo bei den Juden die Verstorbenen lagen, eine Höhle oder ein Erdschachtgrab, wo die in Tüchern gehüllten Toten in Nischen gebettet lagen. Vergleichen wir einmal das hebräische und das griechische Denken. Dabei meine ich nicht die heutigen Israelis, die zwar hebräisch sprechen, aber ganz anders denken als ihre Vorfahren. Gemeint ist vielmehr die Denkweise der Menschen zur Zeit der Bibel. Vielleicht dazu ein Gleichnis. Schenken wir einem hebräisch denkenden Jungen ein Auto, dann wird er damit spielen und eine Menge Spaß dabei haben. Schenken wir dagegen einem griechisch denkenden Jungen ein Auto, dann wird er schon bald das Auto auseinandernehmen, um herauszufinden, wie es aufgebaut ist und funktioniert. Danach funktioniert es nicht mehr. Meine Söhne waren griechisch denkende Jungen, da bin ich mir ganz sicher. Was sie alles auseinandergenommen haben, bis es nicht mehr funktionierte, habe ich meinem Keller aufgehoben für meine Enkel. Natürlich sieht das griechische Denken moderner aus, fortschrittlicher, aber es hat auch unsere Welt an den Rand des Abgrunds gebracht. Jahrtausende haben Menschen auf dieser Erde gelebt und sich an der Natur erfreut. Aber wir wollten alles ganz genau wissen. Wir haben die Natur auseinandergenommen, seziert, um zu wissen, wie alles funktioniert. Und seitdem funktioniert vieles nicht mehr so wie früher. Menschen sterben vorzeitig an neu geschaffenen Giften, erleiden Allergien und wissen nicht, wohin mit dem atomaren Abfall, den sie produziert haben. Genau diese unterschiedliche Art zu denken führte dazu, dass sich die ersten Christen keine Gedanken darüber machten, wie ein Gott Mensch werden und für ihre Sünden sterben konnte. Sie fragten sich nicht, wie in Jesus Christus Gott und Mensch eins werden konnten, wie Jesus wahrer Gott und wahrer Mensch sein konnten. Sie fragten sich auch nicht, wie Gott aufgebaut ist und funktioniert, ist, um es einmal technisch auszudrücken, wie es sein kann, dass Menschen sterben und zu Staub werden und Gott sie wieder zum Leben erwecken kann. Mit ihrem hebräischen Drängen fragten sie ganz einfach, was Gott für sie getan hat was er will und was er von uns Menschen sich wünscht und erwartet. Das war ihnen wichtig. Alles andere interessierte sie nicht besonders. Als aber immer mehr Griechen und griechisch erzogene Christen wurden, kamen genau diese Fragen auf. Man begann darüber zu diskutieren, ob Gott einer ist, zwei oder drei oder einer, der sich in drei Erscheinungsformen offenbart hat. Man fragte sich also, wie Gott aufgebaut ist und funktioniert. Und dadurch entstanden eine Menge falscher Ansichten über Gott und den christlichen Glauben. Das Gleiche fragte man sich bei Jesus Christus. Ist er Gott? Ist er ein Mensch gewordener Gott? Oder ist er nur ein einfacher Mensch? Solche und ähnliche Fragen wurden anfangs nur diskutiert. Dann begann man darüber zu streiten. Und manchmal kam es dabei auch zu Tumulten und Schlägereien. Schließlich wurde es Kaiser Konstantin im 4. Jahrhundert zu bunt. Er war der Kaiser, der den Sonntag zum gesetzlichen Feiertag gemacht hat. Nicht zum christlichen Feiertag, sondern zum Tag der Sonne. Er war der Kaiser, der der Verfolgung der Kirche ein Ende machte und die Grundlage dafür legte, dass die Kirche zum führenden Einfluss in der Welt werden konnte. Konstantin wollte mit Hilfe der christlichen Kirche das zerfallende römische Reich wieder einigen und stark machen. Da waren streitende Christen keine Hilfe. Deshalb rief er die geistlichen Würdenträger schließlich zu einem Konzil zusammen, auf dem sie ihre Streitfragen über Gott und Jesus endgültig ausdiskutieren sollten. Doch das ist ein anderes Thema. Alle diese Streitigkeiten beruhten darauf, dass man mit Hilfe griechischer Logik und Philosophie etwas erklären wollte, was letztlich nicht erklärbar ist. Darüber ein anderes Mal mehr. Kommen wir noch einmal auf den Griechen Lukas zurück dem einzigen griechischen Schreiber der Bibel, dem Verfasser des lukas Lukasevangeliums und der Apostelgeschichte. Wenn man seine Berichte mit denen der anderen Schreiber des Neuen Testamentes vergleicht, merkt man sofort den Unterschied. Matthäus, Markus oder Johannes ist nicht wichtig, was Jesus wo und wann gesagt hat oder getan hat. Ihnen war nur wichtig, was er gesagt und getan hat, was uns hilft und was uns rettet. Lukas dagegen, er forscht alles ganz genau, sortiert die Berichte, ordnet sie fein, säuberlich ein, um ein möglichst genaues Bild über die Reden, Reisen und Taten Jesu zu zeichnen. Typisch griechisch eben. Nehmen wir einen zweiten Vergleich, um unser Denken besser verstehen zu können. Das hebräische Denken ist wie ein Schwarz-Weiß-Fernseher. Sehen wir einen Film im Schwarz-Weiß über die Bergwelt der Alpen, dann werden wir sofort erkennen, dass es die Alpen sind wir sehen die blumenwiese und die schneebedeckten gipfel und erhalten dabei eine menge eindrücke und informationen über diese bergregion. genauso ist mit den hebräischen schriften der bibel. sie erzählen uns wie gott eine perfekte welt schuf wie das böse in die welt kam und damit leid und tod sie zeigen uns gottes willen und wie wir wieder zu gott zurückfinden. dabei ist die sprache einfach und klar. das griechische dagegen ist wie ein farbfernseher in farbe ist der Film über die Alpen noch detailreicher. Wir sehen nicht nur die Bergwelt, die Wiesen und die leuchtenden Farben der dort blühenden Blumen. Das Griechische ist also viel komplexer als das alte Hebräisch und kann deshalb etwas noch genauer oder noch detaillierter beschreiben, was Gott uns sagen will. Und weil diese Sprache so ist, brauchen Theologiestudenten gewöhnlich drei Jahre, um das alte Griechisch zu lernen, während sie Hebräisch in einem Jahr abhandeln. Nehmen wir ein Beispiel dafür. Unsere Vorfahren. Beteten noch Atta unser, Tu in Himinam, Weinai namu teins, Vater unser, Du im Himmel, geheiligt, Name deiner. Doch dann kam mit den Mönchen die griechische Grammatik zu uns. Denken wir nur an die vielen Zeiten. Ich gehe, ich ging, ich bin gegangen, ich war gegangen, ich werde gehen, ich werde gegangen sein, ich würde gehen, ich würde gegangen sein. Und manche sagen auch, ich bin gegangen worden, wenn sie von der Schule geflogen sind. Da hat es der Hebräer einfacher. Er fragt nur, geht er? Oder geht er nicht mehr? Ich gehe und ich ging. Damit kann er alles sagen. Und die Zukunft kann er mit einem Zusatzwort ausdrücken. Ich gehe morgen. Natürlich kann unsere durch das Griechisch geprägte Grammatik etwas genauer ausdrücken. Nicht nur ich ging, sondern ich bin gegangen oder ich war gegangen. Aber wer kennt schon diese feinen Unterschiede? Und der Ausländer, der vielleicht keinerlei Grammatik in seiner Sprache hat, der nur sagt, ich gehe in gestern, ich gehe in heute, ich gehe in morgen. Der hat halt feste Probleme damit, was der griechisch denkende Europäer überhaupt meint. Unser griechisches Denken ist manchmal so genau, so kompliziert, dass andere nicht mehr verstehen, was wir ihnen sagen wollen. Und manche Predigt ist deshalb so tiefschürfend, dass die Apostel sich wundern würden, was sie alles gesagt und gemeint haben sollen. Und mancher der Zuhörer versteht nur nach Bahnhof, geht mit seinen Gedanken auf Reisen und bekommt schwere Augenlider von der schweren Kost, die der Pastor da bietet. Da ist nicht mehr viel von den gewaltigen, aufrüttelnden Worten, die die Menschen damals begeistert haben. Ein letztes Beispiel. Wenn wir in die Zukunft sehen, dann sagen wir gewöhnlich, die Zukunft liegt vor uns und die Vergangenheit liegt hinter uns. Das ist typisch griechisches Denken. Die Hebräer dagegen antworten darauf, das ist doch Unsinn. Die Zukunft liegt nicht vor uns, sondern hinter uns. Nur die Vergangenheit liegt vor uns. Was? Ja, Sie haben richtig gehört. Die Zukunft liegt hinter uns und die Vergangenheit liegt vor uns. Wie das? Und äh, wer hat recht, der Grieche oder der Hebräer? Natürlich der Hebräer. Was sehen Sie denn, wenn Sie nach vorne schauen und in die Zukunft blicken? Nichts, absolut nichts. Sie wissen nicht einmal, was in den nächsten fünf Minuten geschehen wird. Der Hebräer hat also recht. Was Sie in der Vergangenheit erlebt haben, das sehen Sie jedoch deutlich vor sich, wenn Ihr Gedächtnis noch gut funktioniert. Sie sehen vor sich, was Sie vor fünf Minuten gemacht haben, vor einer Stunde, einem Tag, einer Woche oder einem Jahr. Die ganze Vergangenheit liegt vor Ihnen ausgebreitet. Von der Zukunft dagegen sehen Sie nichts. Sie liegt hinter Ihnen. Und erst wenn die Zukunft vor Ihre Augen tritt, zur Gegenwart wird, können Sie sie sehen. Aber damit ist sie auch schon gleich wieder Vergangenheit. Kurz gesagt, der Hebräer geht rückwärts durch die Zeit. Er sieht seine Geschichte und die Geschichte seines Volkes immer vor sich. Das gibt ihm Halt und Identität. Abraham, Isaak und Jakob sind seine Stammväter. Alles sieht er vor sich. Alles, was sein Volk mit Gott erlebt hat. Alles, was man seinem Volk angetan hat. Und er versucht aus der Geschichte zu lernen für sein Leben heute. Der Grieche dagegen vergisst, was hinter ihm liegt. Vergisst seine Vergangenheit und begeht die alten Fehler erneut. Vergisst vielleicht sogar, was Gott für ihn getan hat, wie er ihn geführt hat. Er sieht nach vorn und ist doch blind für seine Zukunft, weil er sie nicht wirklich kennt. Ein kleiner Einblick in unser Denken. Wenn es Ihnen Spaß gemacht hat, darüber nachzudenken, wie wir denken, verpassen Sie die nächste Stunde nicht mit dem Thema, wie logisch ist denn der christliche Glaube? Wir wollen uns dann nämlich mit, dem, mit der griechischen Logik beschäftigen, und wir werden sehen, wie sehr diese griechische Logik unser Denken prägt, und wir werden auch sehen, wie sie den christlichen Glauben beeinflusst und manchmal auch verändert hat.